Wigmore anwesend. Delilah und ihr Hexenzirkel planen etwas, das eine Bedrohung für das gesamte Kaiserreich darstellt. Dringe in die Ruinen des Wigmore-Anwesens ein und halte Delilah auf. Ich vermute, hier ist noch Delilah sterblich. Und wir sind dafür verantwortlich, dass sie aus dem Nix 15 Jahre später zurückkehren muss. Die Brickmores waren eine alte Familie, aber schon vor einer Generation pleite. Seitdem hat das Anwesen zwei Banden beherbergt. Einen Schmugglerring, unzählige Ratten und jetzt die Brickmore-Hexen. Ich habe sie nie beachtet, aber nun hat sich eine Malerin namens Delilah an die Spitze des Zirkels gekämpft. Und sie hat irgendwas probiert. Ein Ritual. Aber wozu? Der Outsider weiß es. Ich hasse Geheimnisse. Explosionsbolzenkapazität 1, Verwirrungsstaub. Loch im Zaun. Deine Helfer hinterlassen dir eine Rune, etwas Mana und schneiden ein Loch in den Zaun, damit du dich in den Anwesen leichter unbemerkt nähern kannst. Abtrünnige Hexe. Oh, kostet nur 50. Deine Helfer haben eine der Hexen Geld gegeben, damit sie sich mit dir trifft und dir Informationen gibt. Sie trägt eine rote Jacke. Die magelige Butler schmuggelte verschiedene Dinge aus dem Anwesen. Versteckte sie am Ufer. Wenn einer deiner Helfer gräbt sie für dich aus, wenn du ihn dafür bezahlst. Müssen wir sie auch erst finden. Und starten. Hab mich umgesehen, Sir. Die Eingangstür ist verschlossen und es scheint Fallen zu geben. Ich habe außerdem einige Statuen von dieser Delilah gesehen. Weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich wollte es erwähnen. Das bedeutet Ärger. Sonst noch was? Sie betreten und verlassen das Haus. Aber ich weiß nicht, wo. Tut mir leid, Sir. Das ist alles. Das reicht mir. Jetzt übernehme ich. Gewünscht. Delilah Kapperspoons Unterschlupf befindet sich im alten Brückmauer-Anwesen. Dringe ins Anwesen ein. Finde sie. Runde kannten wir auch. 102. Versteck. Wigmore Anwesen. Dort hat Drappers Ward Lizzie Strides Boot verlassen und könnte innerhalb der nächsten Stunden hier ankommen. Deaktiviert den Grabschalter. Isabelle wird das Anwesen verschließen und im Garten hinter dem Haus auf weitere Anweisungen warten. D. Da wird dir eines der Gebote gesandt, das dich bei deinem Auftrag in Wigmore leiten wird. Solange du die Warnungen des sechsten Gebotes beachtest, dürftest du nicht allzu große Schwierigkeiten mit der Abwicklung dieses Falls von Ketzerei haben. Gebote haben wir auch einige Male uns schon gesehen gehabt im Hauptspiel. Das ist so viel wie, darf sie stehlen, nicht töten, sowas halt. Solche allgemeinen Regeln. Wäre diese Mine, bla bla bla. Jetzt hoffen
hoffentlich alles in Ordnung, Sir. Natürlich. Merkwürdig, Sir. Ich habe im Hof einen Hund getötet. Aber er stand sofort wieder auf und hat mich verfolgt. Ich musste ihm den Schädel zertrümmern. Ja, einen habe ich vorhin auch schon getroffen. Was mit Loch im Zaun gemeint? Nee, dahin ist der Loch im Zaun. Das Loch im Zaun. Hinterhof anwesen. Na klar. Keine Alarm machen. Und wer ist das da? Niemand. Doch nichts. Nur ein vorwitziger Geist. Ich werde besser wach halten. Nicht zwar im Anwesen. Komme ich rein. Schön ruhig. Keine Mana-Tränke. Ich habe mir keine gekauft. Bügelstaub. Ich glaube, ich darf mich den Start. Ich sehe dich. Das sind Alarmanlagen. Ja. Das sind Alarmanlagen.
Ich sehe dich. So eine Statue gab es ja auch in 102. Wozu beim großen Nichts brauchst du die? Wann hatten wir zuletzt richtigen Tee? Letzte Woche. Die Teeblätter waren nur noch Staub. Aber der Geschmack war. Ne, den Schlüssel für den Hauptgang finde einen Weg ins Backwater an mir gewesen. Ja, wir gehen ja jetzt über den Hintereingang. Bis wir uns bemerkbar machen, dann nicht mehr. Denken Sie nicht, ich bin auf Ihrer Seite. Bloß nicht. Wenn Sie Ihre Hand gegen meine Schwestern erheben, außer die Leila, dann sind Sie fällig. Zack, machen. Was können Sie mir sagen? Wenn Ihr Ritual gelingt, ist Emily Caldwins Geist verloren. Und die Leila wird für den Rest ihres Lebens durch Ihre Augen blicken. Und Delilah wird als Kaiserin herrschen. Das liegt an Ihnen. Ich habe mein Geld. Mehr brauche ich nicht. Halt! Wie komme ich denn rein? Durch die Gruft. Es gibt einen Hebel, der ein Grab öffnet. Der Hebel ist im Schuppen. Mehr weiß ich nicht. Okay. Band! Die Leila hatte so etwas wie eine Körperessenzübertragung nicht. Kennt ihr Dr. Strange in Multiverse of Madness? Wo dann sich Wanda die ganze Zeit so konzentrierte, dass sie aus den Augen ihres Ichs dann in anderen Universum schaute? Genauso kann man sich das ungefähr, glaube ich, hier vorstellen. Dann wäre Emily Colvin Marionette gewesen. Ohne es zu wissen.